Ich möchte hier aus diesem 3D-Teil das Linien ist nicht so ideal. Ich möchte hier eine Draufsicht machen, die ich dann im Grundriss als Linien und Schraffuren reingeben kann. Ich mache noch eine Decke drunter. Und jetzt gehe ich in Ansicht, 3D-Darstellungsmodus, 3D-Stile und suche mir jetzt nicht über das OpenGL einen Stil aus, sondern vektoriell einfach. Das bedeutet, er rechnet nicht über OpenGL, sondern über die vektorielle Engine. Das andere, ja, Sonnenschatten soll er auch noch machen. Schattenkonturen möchte ich auch noch haben. Okay. So. Hier ist die Sonne. Rechte Maustaste. 3 Standort- und Projektionsart. Ja, die Sonne geht mal wieder dahin. Und die Achsenometrie-Einstellung gehe ich mit. Von der Perspektiveneinstellung gehe ich in die Achsenometrie. Und hier, wenn ich mir das hier anschaue, wie gesagt, schaut das Ganze in der Achsenometrie nun so aus. Der Schatten wird immer brav berechnet. Rechte Maustaste, Standort und Projektionsart. Die Sonne hätte ich ganz gerne jetzt mit 80 Grad, also sehr, sehr kurz. Das war fast zu viel. Rechte Maustaste. Standard- und Projektionsart. So, seitdem habe ich ein bisschen was. Okay. Und jetzt rechte Maustaste. Standard- und Projektionsart. Hier mal von oben drauf schauen. Und vielleicht X-Richtung noch so ausrichten, wie es im Plan auch ist. Okay. Und schon kann ich mir das Zeug Steuerung C ins Erdgeschoss, Steuerung V. Ah, das ist nicht gegangen. Das brauche ich nicht. Ich war in 3D. Jetzt kommt's. Also man muss das mit dem Laufrahmen machen. Dann kann ich mir auswählen, welche Elemente ich da haben will. Sage ich mal alles. Okay. Gehe ins Erdgeschoss, Steuerung V. Und habe jetzt als Schraffuren alles das drinnen. Die Schraffuren haben natürlich eine andere Reihenfolge im Plan. Aber wie gesagt, es ist vermutlich auch kein großer Fehler, die Sache zuerst einmal irgendwo zur Seite zu legen und dann hinzuschieben, wo es hingehört, und dafür auf eine eigene Ebene zu legen. Auf der Achelkalt-Ebene ist das ein bisschen blöd, weil das die Ebene ist, die immer eingeschalten ist. Also für die Ebenenschaltung wäre es dann günstig, wenn man sowas macht, dass man das vorher ein bisschen, naja, herrichtet, was man braucht. Und wie gesagt, Schatten ist auch drauf. Als Schraffur. Und das zum Beispiel der Schatten. Das zum Beispiel der Schatten. Und der rechnet sich wirklich selbst aus der Geometrie. Also wirklich keine schlechte Sache. Gut, das wollte ich euch zeigen. Schöne